Ahoi Leute, willkommen zum nächsten Part von SideQuest Multiplayer Play mit mir, ihm, Dogen, Kriegern, Dämonen, einer Wand, Belagerungsdings hier und er steht unter der Brücke, weil er ein Profi ist. Und ich stehe unter der Brücke, weil ich mich runtergebackt habe, aber das tut jetzt gar nichts zur Sache, sondern das wird's weitergehen und ich hoffe, Freddy Wir ist müssen auch da unten richtig geregelt. Also, vom Ton her richtig geregelt, weil. Letztes Mal hat das irgendwie nicht so gepasst, dann habe ich das Mikrofon verändert. Ich hätte gar keine Ahnung, wovon er redet. Hier hab ich keine Ahnung, Alter. Und ich bin gerade nochmal gestorben, weil wir auf der Suche nach dem Hades-Teil waren. Dann bin ich rausgerannt und dann war da 1000 Gegner, weil er einfach niemand getötet hat. Und ich bin auch gerade zweimal gestorben noch. Weil ich. Dreimal sogar. Ne, zweimal. Weil ich einmal auch auf der Hades-Suche war und weil ich dann noch zwei Quests abgegeben habe, die wir vergessen haben abzugeben. Ich glaube, da sollten wir noch nicht reingehen. Doch. Ich hab so das Gefühl, da geht's weiter. Palast, ja, Palastmauer. Ja, aber da hinten geht's ja auch noch runter. Nein. Doch. Das ist eine Wand. Nein, da ist keine Wand. Da ist ein kleiner Zaun. Nicht dein Ernst jetzt. Komm schon, täusch mich nicht. Komm schon. Mist. Den Nein. sieht man auf der Karte aber nicht. Doch, sieht man. Nein. Nein, tatsächlich nicht. Wenn man weiß, dass er da ist, dann müssen wir mal ran. Wenn man weiß, dass der da ist. 91% Akku. Also, dann gehen wir einfach mal rein. Okay, hier rein. Hallo. Hallo. Ja, der Gang war sehr geheim. War schon schwer zu finden. Ja, und hier ist auch das letzte Portal. What the Doge? Typhon kommt wieder. Fuck this shit. Ach, du wusstest das ja nicht. Ich habe übrigens keine Tränke. Ja, und ich bin fast tot. Und ich mach dem keinen Schaden. Ach doch, warte, ich mach dem ziemlich gut Schaden sogar. Au. Sag mir, wenn er dich gefokust hat, dann greife ich ihn wieder an. Ich hab mich gefokust. Sag mir, wenn du Leben brauchst, dann heile ich dich. Ja, ich kann ganz gut ausweichen. Ich brauche auch gerade selber Heilung. Er hat mich gefokust. Treff mich. Sie können ja Wurfspeere haben. Jetzt hat er mich. Ich hab fast kein Mana mehr. Ja, du burnst dein Mana ja auch down. Aua. Okay, jetzt hat er mich wieder. Giftbomben hat er übrigens auch. Nee. So, Mana down Bomben wahrscheinlich. Sein Mana ist weg. Das ist nice. Dann kann er jetzt nur noch normal angreifen. Oder Bomben werfen. Und Speere. Ach, er hat dich wieder gefokust, sag das doch. Ja, ich war mir selbst nicht ganz sicher gerade. Hat mich wieder. Ja, er hat einen Mana Down, also einen Mana Burn. Er hat mich. Aber wir haben jetzt nur auf Hälfte Leben. Also der ist auf jeden Fall einfacher als der Gegner gestern bei Borderlands, den wir nicht geschafft haben. Ja, der war auch für Level 50 und wir waren Level 0. War Level 30 oder so. Der regeneriert aber auch Mana. Huren so. Ich krieg schon Date mal gesetzt, damit wir ein bisschen mehr Schaden. Oh, das ist geil, Alter. Vor allem, was macht mein kleines Ding ja auch schon. Also jetzt halte ich sogar 3 Hits, oh mein Gott. Ein Heal wäre super. Ein Heal wäre... Oh, danke. Oh. Der schlägt mich einmal, die Heal verwirrt. Oh, fuck. Oh, ich wäre fast gestorben. Dann? Nein, natürlich nicht. Hast du Lust, eine Kriegsstandarte gleich zu machen, wenn du kannst? Das dauert ein bisschen, bis ich unter. Ich hab ihn wieder. Lock ihn mal bitte in die Fallfallen rein, damit er noch ein bisschen extra Schaden bekommt. Ja, aber die brennt halt auch runter, ne? Ja, und? Er trifft aber nicht. Er hat mich, oder? Ja. Meine Kriegsstandarte steht wieder. Geil. Er hat sie direkt kaputt gemacht. So, und er ist. Ist. Tot. Bin ich in Ruhe? Was schönes. Gold. Dein Gepäck ist voll. Oh, mein Gepäck ist voll. Meins auch. Passt.
Lass uns erstmal zum Händler gehen, weil ich habe nichts mehr. Gar nichts. Wo ist denn Narodos? Elysion. Ja, von Narodos. Genau, Elysion ist schöner. Da krieg ich gleich wieder Augenkrebs von der ganzen Helligkeit. Ich kann auch mal die Gardinen aufmachen, Alter. Ist ja schönes Wetter draußen. Ja, Alter, Licht. Narodos ist auch so hell. Oh Gott, Elysion ist einfach noch heller. Bin einfach blind. Wow, ist das blind. Leben? Das Heldentum endet nicht mit dem Leben. Intelligenz, Intelligenz, Intelligenz. Ah, das ist blau, das verkaufe ich natürlich nicht. Nein. Ich habe noch so eine Essenz von der Süße als Gewitztheit. Okay, ich habe Auge des Himmels als Artefakt. Okay. Da brauchen wir Himmelsfeueranfänger, Lied der Schlange und gepeinigte Seele. Okay, ich habe Druidenwickel als Artefakt, nein, als arkane Formel gekriegt. Brauche ich nicht die Waffe. Der Helm ist scheiße, Bogen benutze ich eh nicht mehr. Ein Ring mit 23 Geschicklichkeit brauche ich nicht. Feuerwiderstand, kann Feuerwiderstand. Die Amulette sind auch reinster Scheiß. Juwel des Feuers ist jetzt auch nicht so geil. Nur ja 1000 Tränke kaufen. Ich verbrauche so 6 Energietränke und einfach so 70, nein nicht ganz 70, 60 Tränke oder so. Okay, ich verbrauche so, Moment. Ja, so 20 Energietränke. Bis ich dann auf 0 bin. Moment, das ist... Okay, wir haben fast ein Herzblut der Fuhre fertig. Nice. Oh, eine nice Rüstung, Alter. Aber so gut ist die nicht. Meine ist geiler. Oh, das ist ja noch mehr Inventar. Ich weiß gar nicht, wohin. Nice. Ich muss vergessen, Schrift rollen soll. Ich hab keinen Platz dafür. Ich auch nicht, ey. Ich bin ja auch momentan komplett voll. Na hier, Eisfeuerspieß, den wollte ich dir Intelligenz, geben, ne? Intelligenz. Ich weiß es gar nicht, was du mir geben wolltest. Ah, du wolltest mir geben. Schleck, schleck. Ich habe eine Schriftrolle der Verwundbarkeit gekriegt. Ja, und Verwundbarkeit habe ich auch irgendwie. Bis dann. Dann gehen wir mal zum Karawan. Transportierte ich 50 Kisten Tempelgold nach Ionien. Schön für dich. Ganz alleine. Schön für dich. Halt bitte das Maul, danke. Ich pack mal den babylonischen Speer ins Übergabereich. Ich pack mal alle langen Sachen außer Rüstung ins Übergabereich. Ich pack mal alles an Rüstung ins Übergabereich. Das ist einfach mal wieder ein richtig spannender Part, in dem wir nichts schaffen. Ja, wie immer halt, ne? Ne, sonst schaffen wir ein bisschen was. Ja, ein bisschen was, aber nicht viel. Und heute warten wir jetzt mal wieder, dass du was machst. Kann ich nochmal den ganzen Dreck hier einsammeln, dann nochmal verkaufen gehen. Elysium bist du, sagst du? Ja. Geht auch mal hin. Alter, ist das hier hell. Das ist voll von Arsch. Ich habe gerade erstmal alle meine babylonischen Sachen zusammengepackt. Ich habe 3 Teile von dem Set. Ziemlich nice. Wieso habe ich den Schild behalten? Achso, weil der nicer ist als meiner. Okay. Den Schild habe ich behalten, weil es ein blauer Schild ist. Dann packen wir den mal hier rein. Na, guck dir mal bitte diesen Speer hier an. Ja, das warte. Sieht echt geil aus. Amok. Wie viel Schaden macht dein Speer? Mein Speer, 85. Der macht maximal 98. Boah, nice. Das ist ein Eisfeuerspeer, ein blauer. Ja, dann muss ich noch die ganzen Sachen zusammenkraften. Dann mach halt. Moment, ich habe noch was anderes für dich. Fertige Assistenz von Willens Artefakt oder so ein Scheiß. Was haben wir hier noch? Den da, den haben wir jetzt auch fertig. Klinge von Tantos ist fertig. Keine Ahnung, ob ich das gerade richtig vorgelesen habe. Ach ja. Ich sehe die Sachen immer so schlecht. Da ist noch eine. Warum hat der Typer nochmal wiederbelebt? Das ist gemein. Ja klar, ist gemein, weil er allgemein ist. Asphinx von Aeris Zorn haben wir jetzt zweimal. Zack, das dahin, das dahin. Wieso hat Typhon ein Gesicht als Lendenschurz? Ich hab keine Ahnung. Ich ehrlich bin. Dann gehen wir mal gleich rausschmieden, weil die Sachen wollte ich noch rausschmieden. Und wieder reinschmieden. Das nächste Mal, wenn wir in die Stadt gehen, machen wir Aufnahmepause, ey. Ja, okay. Jederzeit wieder. Eisfeuerspieß? Alter, ist der nice. Die habe ich die ganze Zeit im Inventar gehabt, die habe ich ganz vergessen. 10% Gesamtschaden hoch, 57% Verbrennungsschaden für 3 Sekunden. Verbrennungsschaden? Egal.
Frostschaden gewährt folgendes: 44 Feuerschaden, Kälteschaden, Reduktion der Frostdauer und Angriffsqualität. Danke. Meiner macht zwar 20% mehr Schaden, aber ist trotzdem nicht besser. Heißt meiner Schnurlos? Schonungslos, ich hab grad Schnurlos gelesen. Ja, Schnurloser Speer der Schnur. Pfade können jetzt das Schnurlos. Du hast Glück, dass du noch lebst. Relikt gewinnen. Oh, das kostet ja auch voll viel, Alter. Das eine war eine Rüstung, ne? Ja. Scheißegal. Möchte es weiterspielen? Ja, können wir auch gleich. Ich gehe dann mal kurz ins Übergabereich, pack den Scheiß wieder weg. Kommt Tyfer nochmal als Geist wieder? Kämpfe tapfer. Ich glaube nicht. Ich weiß es aber echt nicht mehr. Heldentum endet nicht mit dem Leben. Dann töten wir Tyfer als Skelett, dann töten wir Tyfer als Geist. Bist du schon wieder da? Schon lange. Okay. Zweimal. Machst du bitte ein Portal? Portal steht noch. Danke. Oh Gott. Sorry, dass ich so lange brauche. Ach, Titan Quest, hier, Dingens ist ja auch schon veröffentlicht. Isaac kam ja Montag. Hab ich mir so angeguckt. Ja, ich fand's super. Ich glaube, den Part habe ich mit dir aufgenommen. Ja, ich weiß. Ach gut. Hallo, na, Mäuschen. Na, Nutter? Ja, wir müssen sie befreien. Sind ihre Fesseln da in der Luft? Ja. Bestprogrammiertes Spiel halt, ne? Gehst du? Gucken. Wir können ihr nicht helfen. Ja. Ab hier kenne ich das Spiel sogar ein bisschen. Nur mein 1000 Bosch Rushes. Was müssen wir machen? All in. Ach, wir müssen die Fesseln zerstören, okay. Gesegnet seist du, gesegnet seist du. Danke. Ach, das war wirklich Verwundbarkeit, nicht Unverwundbarkeit. Magst du bitte? Beeil dich, wenn okay. Hades erfährt, dass ich... Okay. Wer war sie jetzt nochmal? Dunkler Prozessionsweg. Eine Göttin. Sexy Göttin. Finde ich gut, dass es sexy Göttin gibt. Frauen dürfen von mir aus mehr in Spielen sein, solange sie gut aussehen. Erstmal für Hate sorgen. Ja, das ist voll frauenfeindlich. Ja klar, es ist voll frauenfeindlich. Muss ja auch, ne? Muss ja auch irgendwie lustig sein. Muss ja irgendwie frauenfeindlich sein, ne? Das können nicht alles Pro-Frauen sein. Ich bin Pro-Frauen. Ey, du bist voll Pro-Frau, ja, und? Du bist voll Negativ-Frau. Ah, ne, Kontra-Frau. Kennst du Kontergan? Ja. Da kommt da gar nichts zu. Das ist voll böse, Alter, vor allem wenn man sowas in der Familie hat. Geh mich, plus. Thanks, mate. Ja, der Spruch ist trotzdem lustig, muss ich ja mal zugeben. Der ist einfach lustig. Was ist denn Klingmaid? Bin tot. Hab dich geheilt versehentlich. Ja, Jörg, ich weiß, dass man oben links einfach auf das Bild klicken kann. Aber das ist viel zu schwer, Jörg. Na, da muss ich immer einmal noch komplett oben. Ah, Freddy überlebt halt. Ich bin in diesem Part erst einmal gestorben. Hast du einen Timer gestartet? Ja. Oh, ich wurde gerade angerufen. Von meiner Mutter. Ist jetzt egal. Wir haben auch nur 6 Minuten. Alter, wir haben einfach 20 Minuten. Ich habe einfach 20 Minuten in der Stadt rumgepimmelt. Naja, nicht ganz. Aber annähernd. Aber ziemlich lange. Ja, 10 Minuten waren das, denke ich mal schon. So 6 bis 10 Minuten. Ja. Ich bin jetzt im Kreis gelaufen. Weil ich bin da zweimal in die Stadt gelaufen, wo du einmal da warst. Ich weiß, ich habe ja auch noch Sachen verkauft und Übergabereich legt tonnenweise. Und dann muss ich noch zusammen craften. Ich habe nicht gecraftet, ich habe Sachen in den Übergabereich gepackt, ich habe Sachen verkauft, ich bin zurückgeportet, habe nochmal Sachen verkauft. Ich habe die ganze Scheiße auch noch getrennt. Hier die Arkanformeln und so und die Sachen, die ich jetzt im Übergabereich liegen, haben die Z-Gegenstände. Und nicht Z-Gegenstände. Ich finde, das Übergabereich ist zu klein. Nein, die gesamte Karawane ist zu klein. Man sollte so am besten eine wirklich ganze Karawane haben. Ja, so 27, so sind 27 Wachenplatz davon, das würde reichen. Vor allem, wir haben ja nicht mal annähernd ein paar Sets gefunden, nichts. Naja,
Ach, mein Ding ist aus, weil ich gestorben bin. Weichenherz. Die irgendwie eine Stunde gestunt manchmal und manchmal nicht, ich verstehe es nicht. Irgendwie schon. Ich würde dir sagen, liegt daran, wie hoch dein Glück ist, aber das ist Isaac. Klicken mal. Zwei Stück. Okay, tun wir erstmal eine tot. Guck mal, die eine, die weiß eine Sekunde gestunt und die andere ist immer noch gestunt gewesen gerade. Bin down. Oh fuck. Ich auch. Ich komm da nicht weg! Ja, ich auch nicht. Zu langsam. Das ist was für ein Arsch, ey. Ja. Game Design, danke Riot. Ja, Riot sind die Entwickler von League of Legends, aber die sind für alles schlecht auf der Welt schuld, weil League of Legends einfach so verbuggt ist. Ja? Ja. Ist es das? Oh, Entschuldigung übrigens, dass ich so ein bisschen ekelhaft bin im Let's Play. Ich wollte doch zwischen den Parts, wollte ich mir was essen machen. Ja, egal. Ich bin hungrig. Ich auch. Ich werde so Hulk, wenn ich hungrig bin. Nein, bist du nicht. Ja, aber ich werde böse. Nein, bist nicht du, wenn du hungrig bist. Ach, das ist dein Grab. Ach ja. Gehen erstmal auf die Klingenheit. Die mich trotzdem vertötet, wo ich sie stunne. Was ist denn los mit denen? Jetzt auf den Blutmagier. Oh, die andere ist doch mit Blutenschaden gestorben, oder was? Blutmagier ist tot. Ja. Das ist schön. Ich glaube, die am weitesten hinten sind, werden am schnellsten wieder ungestunt. Also, ha, ungestunt. Ha. Nee, das hat einfach nur das ist einfach nur random, das hängt einfach nur vom Glück ab. Aber hast du es verstanden? Hast du verstanden? Ungestunt. Ja, Simon. Der war echt schlecht. Ich hab den Part von gestern übrigens nicht zu Ende gemacht, ich bin einfach dann ins Bett gegangen. Ja, hab ich schon gesehen, du warst nämlich offline. Nach zwei Stunden, ja. Ich so bis 2 Uhr irgendwas da machen. Ich hab eigentlich nichts mehr gemacht, ich hab nur noch Videos geguckt und meinen PC auf 2 Stunden Shutdown eingestellt. Danke, Kirschi, danke. Was, hier geht's auch weiter? Das ist doch riesig hier, ne? Bisschen, ne? Du guckst ja Varo, ne? Nein, guckst du nicht, sorry. Wenn gar kein Teil von Varo 2 guckt, außer bei dir. Wenn irgendjemand den Hashtag-Namen von Ungespielt und GLP versteht, dann möge er mir Bescheid sagen. Der Name ist Raupentumor. Ich meine, Tumor verstehe ich schon, weil GLP immer so ein bisschen behindert ist. So wie halt irgendwie jeder, der normal ist, in meinen Augen. Aber warum Raupentumor? Gigant? Der ist irgendwie nicht stark. Ja. Der irgendwie voll der Lappen ist. Aber ich wette, die werden irgendwie 60 Leute kommen und dann sind wir wieder gefickt. Ja. Ich verstehe es einfach nicht. Warum Raupentumor? Und da ist ein Grafikbug. Schöner Grafikbug. Ja. Wo gehen wir zuerst lang? Toll, danke. Hier lang. Okay, nicht hier lang. Was ist denn da? Geht's runter. Ich verstehe den Namen einfach nicht. Hat Unge irgendwie was mit Raupen am Hut? Ist der irgendwie eine Raupe? Mag der Raupen essen? Nee, warte, der ist Veganer, Vegetar. Ach, keine Ahnung. Weiß ich doch nicht. Hier sind 3 von den Dingern und eine in blau, die ist bestimmt mies. Ich bin gestunt. Die auch. Also irgendwie halten die gar nichts aus. Machen die Schaden. Zum Glück bin ich nicht gefokust. Die machen ein bisschen sehr heftig Schaden, Alter. Ja, und da geht's auch runter, ne? Ja, ich glaube auch. Ist das noch ein blauer? In das gleiche. Ja, der hat irgendwie so einen Attack Speed von 0 oder so, da heile ich einfach gegen mit einem Trank. Und der trifft nicht mal. Ja, irgendwie. Oh, doch, 400 Schaden. Aber irgendwie war das eben stärker, wahrscheinlich haben wir eben alle 3 einmal getroffen. Kurz mal eine Nachricht schreiben. Haben wir noch? 32 Sekunden. Gut, dann würde ich sagen, ich hoffe, der hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Tschüss.